schönen guten Morgen. Sehr geehrter Herr Schmidheini, herzlichen Dank für diese einleitenden Worte. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Publikum. Ich freue mich, heute zu Ihnen zu sprechen und Ihnen eine Perspektive, ich sage bewusst eine, unserer Generation auf das Thema Wachstum zu geben. Ich freue mich auch, dass mir persönlich diese Wachstumsopportunität gerade in diesem Moment geboten wurde und ich einen persönlichen Fortschritt eben jetzt tun darf. Nicht zu guter Letzt bin ich überglücklich, wieder mal im Berner Oberland zu sein, wo ich vor gut 2,5 Jahren meinen Berner Oberländer in Adelboden auf dem Hohenisbergli geheiratet hatte. Zugegeben, ja, dieser persönlichen Wachstumsopportunität heute stelle ich mich mit dem notwendigen Respekt. Aber es ist mein persönliches Ziel, Sie heute Morgen in diesen frühen Morgenstunden mit Freude zu wecken und Ihnen auch aufzuzeigen, dass ich Wachstum als Chance für die Schweiz sehe. Folgendes Bild hier ist symbolisch. Es ist eine Aufnahme aus der Region, in der ich aufgewachsen bin und wo ich jetzt auch wieder lebe, in der Region Voisisberg. Der Blick vom Etzel auf den Zürichsee erlaubt mir immer mal wieder eine Perspektive einzunehmen, die Vogelperspektive und eben auch über Wachstum und Fortschritt nachzudenken. Ich spreche heute als freiheitlich Denkende, wie Sie gehört haben, junge Unternehmerin zu Ihnen. Und mein persönlicher Wunsch ist es, aufgrund meiner persönlichen Erfahrung aufzuzeigen, eben weshalb ich Wachstum als Chance sehe. Und aber auch Sie als bildungsnahes Publikum zu motivieren, vor allem junge Menschen wieder für diesen Diskurs rund um Wachstum ökonomisch, gesellschaftlich und persönlich zu begeistern. Nun gut, wie der Titel meines Referates zeigt, Fortschritt 2020, Kreativität, Neugier und Verantwortung, halte ich es nicht minder, wie Albert Einstein, der sagte, Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Nein, ich persönlich bin keine angefressene Radrennfahrerin, so habe ich hier auch symbolisch das Bild von Julian Opeil gewählt. Ich liebe es, zu Fuß vorzuschreiten, joggend neue Plätze zu entdecken und vor allem in frühen Morgenstunden, wenn ich eine neue Stadt oder ein neues Stückchen Erde erkunde und bereise. Und genau an so einem Tag, mich auf Turnschuhen fortbewegend, mit meinem Backpack, nach meiner Matur an der Kantonsschule Enge, meiner Wirtschaftsmatur, entdeckte ich auch ein Stückchen Fleckchen Erde in Asien, und zwar in Thailand, und war dann in Bangkok, wollte eigentlich nach Hause reisen, und dann passierte Folgendes. Die Swissair grounded. Nichts ging mehr, erschreckende Nachrichten für mich aus der Heimat. Und ich las dann, aus finanziellen Gründen kann der Flug nicht mehr durchgeführt werden. Und ich, kaum Geld in der Tasche, wusste somit nicht, ob ich es überhaupt noch zurück in die Heimat schaffte. Irgendwann ging es dann doch und ich bin noch sanft in der Schweiz gelandet. Ich fing aber somit mein Studium an, als unser Nationalstolz und unsere Werte arg in Schwanken geraten. Und ja, solche Ereignisse haben auch in meinem persönlichen Lebenslauf Spuren hinterlassen. Denn eigentlich war ich ja für Wirtschaft an der Universität Zürich eingeschrieben. Zum ganzen Stolz meiner Großeltern. Die Generation, die eben nach dem finanziellen Wohlstand der Sicherheit strebt, und die Generation, die eben die knallharten Zeiten noch erlebte, wie der Zweite Weltkrieg oder die Wirtschaftskrise. Ich aber, typisch für meine Generation, suchte nach Antworten, nach der Berufung, nicht bloß Sicherheit und Wohlstand. Und so habe ich mich eben nach diesem Ereignis und nach Entdecken neuer Länder ganz kurzfristig eine Woche vor Studiumsbeginn für Wirtschaftspsychologie umschreiben lassen. Zur Enttäuschung meiner Großeltern. Aber es scheint mir das Wichtige daran, ich durfte diesen Schritt tun und auch meine Eltern unterstützten mich.
Denn ich wollte eben verstehen, wie können Entscheide getroffen werden. Und so scheint es ja, hat mir dieses Erlebnis auch gezeigt, es gibt nicht nur den Homo economicus, sondern es gibt weiteres, was den Menschen vorantreibt. Und ich wollte eben auch verstehen, weshalb sitzt in einem Land, wie es die Schweiz ist, die Angst so fest im Nacken. Und weshalb ist es nicht erlaubt zu scheitern. Ich fing somit ein Studium an, was für meine ganze Familie als KMUer und Gewerbler irgendwie spanisch kompliziert erschien. So ein Zwitterding und dann noch so etwas Unpraktisches wie ein Vielleichtstudium. Da hat es meine Schwester, wir sind zwei Mädchen, als Medizinerin und heutige Kinder, Ärztin bedeutend einfacher. Zumal ich ja eben in den letzten Jahren noch die böse Bankerin verkörperte. Sie sehen also, wer die Heldin an den Familienfesten ist. Nun gut, zurück zur Debatte Wachstum, Fortschritt, Wohlstand, Schweiz. Ich meine, sehen wir die Zukunft eben als Chance. Aber, das habe ich jetzt in den letzten 2-3 Monaten sehr intensiv beobachtet und studiert, in der Schweiz genießt Wachstumskritik hohe Aufmerksamkeit. Und Ideen eben einer wachstumslosen Gesellschaft finden seit jeher große Bedeutung. Ja, es ist eben sogar schick, über all diese Banker, all diese Leute, die so ungerecht viel verdienen oder besitzen, herzuziehen. Nicht nur, weil ich selbst eben über 10 Jahre im Banking tätig war, sehe ich es aber als essentiell an, dass wir uns dieser Debatte, der Wachstumsdebatte, als einer der wohlhabendsten Staaten ehrlich stellen. Ich sehe es auch wichtig an, dass wir Wachstum nicht mit immer mehr verwechseln. Denn Wachstum bedeutet eben in meinen Augen auch Entwicklung, Wandel, Fortschritt. Und wie gestern Abend schön von Frau Ineichen aufgezeigt wurde, ja eigentlich auch ein Schlüssel für unsere Generation. Und eben, wie hier die Grafik zeigt, sind wir uns denn eigentlich bewusst, wir hatten es noch nie so gut. Und ja, die Lebenszufriedenheit, sie korreliert, wie Sie hier sehen, mit dem BIP. Ja, ich persönlich stehe für ein Wachstum, welches zu Lebensqualität und Innovation führt. Und ja, ich stehe auch für ein Wirtschaftswachstum ein. Gerne erläutere ich dies an 3 Beispielen. Technologie, die Innovation. Die Avenir Suisse bringt immer so schön vieles, gerade auf den Punkt in diesen Plakaten, kennen Sie sicher auch. Und hier eben erläutert sie einiges zum technologischen Fortschritt. Und da heißt es, die Kaufkraft der Schweizer Haushalte hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Grund dafür sind eben die höheren Löhne und günstige Güterpreise dank eben auch dem technischen Fortschritt. Und wir wissen auch alle, heutige Autos sind viel weniger pannenanfällig, sicherer und verbrauchen eben weniger Benzin. Und das 112 Gramm schwere Smartphone hier speichert, ich muss immer wieder lesen, weil mich diese Zahlen so beeindrucken, speichert das 2000-fache Datenvolumen des 32 Kilogramm schweren und 1,9 Millionen teuren Apollo-Computers, der 1969 die erste Mondlandung im Einsatz war. Und wissen Sie auch was? Genau dieses kleine Ding hat mir ermöglicht, dass ich so früh mich selbstständig machen durfte, denn ich kann mich selber organisieren und ich bin auf Reisen immer sehr gut, auch für meine Kunden erreichbar. Eine ungeheure Entfaltungsmöglichkeit wurde mir durch diese Innovation beschert. Die Gesundheit. Was sehen wir hier? Nein, ich möchte nicht zu einem Ratequiz jetzt hier am heutigen Morgen starten, aber es geht mir darum, anhand diesen Auszug des Ignorance Test Survey aufzuzeigen, wie vielleicht auch schief unser Weltbild eben manchmal ist. Dieser Test hat ein schwedischer Arzt, Herr Rosling, entwickelt und er umfasst 10 Fragen und ist jetzt schon gute 2-3 Jahre am Daten erheben. Und er zeigt uns eben, dass über 2/3 aller Personen oftmals die Entwicklung falsch einschätzen. Und hier eben symbolisch die Frage, wie hat sich die Kindersterblichkeit seit 1990 entwickelt? Und die richtige Antwort, ja, sie hat sich annähernd halbiert. Das ist ungeheuerlich und aber auch
die Tatsache, dass eben nicht mal ein Drittel der Personen das richtig einschätzen. Ja, und wie Sie gehört haben, meine jüngere Schwester als Kinderärztin am CHISPI kann eben nur dank dem Fortschritt in den Spitälern, dank unserem medizinischen auch Wachstum, Kindern Heilung heute viel besser versprechen und Hoffnung auch den Eltern schenken. Und fragen Sie sich auch selbst, wollen Sie noch in ein Spital der 70er Jahre eintreten und dort viel mehr Röntgenstrahlen auf sich einwirken lassen? Nein, ich glaube nicht. Es geht mir nicht darum, Tatsachen zu beschönigen. Nein, aber ich möchte aufzeigen, dass eben mit Wachstum auch vieles positiv verändert werden kann. Ja, ich bin ein Possibilist. Ein Possibilist und glaube an die Möglichkeiten und sehe eben auch Chancen. So eben auch für die Umwelt. Wenn wir hier sehen, dass sich die Schadstoffemissionen eben seit 1980 dank den Innovationen eben in Ressourcen für eine bessere Umweltqualität massiv verbessert hat. Also reduziert wurde die ganze Schadstoffemission. Sie können sich vorstellen, wenn wir bei der Umwelt sind, dann ist es gerade eine Woche vor Abstimmungsbeginn für mich auch ganz, ganz wichtig, hier zu sagen, nein, Ecopop, nein und Stopp zum gesellschaftlichen Wachstum auch. Und ich finde, das bringt die Formel von Voraus, Voraus ist ein junges Forum für Außenpolitik, so schön auf den Punkt. Denn Immigration ja eigentlich fördert die Innovation und die Innovation hat wieder einen positiven Effekt auf unsere Umwelt und dessen Qualität. Zugegeben, ja auch für mich ist wahnsinnig, was sich in den letzten Jahren verändert hat und wie schnell wir in allen Bereichen gewachsen sind. So lernte ich in der Primarschule, es sind schon ein paar Jährchen her, ich bin jetzt mit 30, genau genommen 34 Jahre alt. Also zugegeben, dort in der Primarschule lernte ich noch, wir sind 6 Millionen Schweizerinnen und Schweizer. Heute sind wir schon über 8 Millionen. Ja, das kann Angst machen, aber eigentlich spricht das ja eben dafür, dass wir attraktiv sind und unser Wohlstand gut ist, dank eben auch dem Wachstum. Ja, die Schweiz, sie entsteht halt im Moment und auch in Zukunft jeden Tag neu, eben vielfältiger, welthaltiger. Sie überrascht vielleicht auch, aber ich finde, freuen wir uns darauf. Und eben, es gibt auch hier klare Herausforderungen. Aber eben Geburten zu beschränken oder die Zuwanderung, das ist in meinen Augen nicht die richtige Lösung. Denn, und das wurde auch gestern erwähnt, wir verlieren bereits. Und wichtig, auch im Diskurs, den ich feststelle, wir sprechen immer nur über was wir verlieren können, aber nicht eigentlich über das, was wir bereits verloren haben. Soeben, die Produktivität sinkt und CS-Analysten, Sie sehen, ich bin meiner Bank irgendwo durch, ich sage noch meiner, noch verbunden geblieben, haben eben gesagt oder ausgerechnet Beginn des Jahres, dass das Pro-Kopf-Wachstum knapp 1% beträgt in der Schweiz und in der EU 1,2%. Auch diese Zahlen haben wir gestern gehört. Und eine Umfrage, die mich persönlich auch aufhorchen lässt, vom Fachverband für Einkauf und Supply Management, zeigt, dass zahlreiche Firmen eben in der Schweiz Alternativen und Optionen für einen Wegzug planen und Investitionen werden verschoben oder eben direkt im Ausland getätigt. Das geschieht nicht von heute auf morgen, doch es geschieht und wir verlieren in meinen Augen dann an Attraktivität. Hans-Ulrich Döring fasste es für mich so richtig gut zusammen, Entschuldigung, als er meinte, eine erfolgreiche Vergangenheit garantiert keine prosperierende Zukunft. Die globale Konkurrenz ist groß, Stillstand ist deshalb Rückschritt. Ich habe den Wachstumsdiskurs beobachtet und eben, mich stimmt diese mutlose Debatte nachdenklich, denn in meinen Augen ist was passiert unschweizerisch und vielleicht auch zum Teil in plumper Form geführt.
Es geht um Bilder und Vorstellungen, gerade rund um den 9. Februar. Als es eben um den Dichterstress ging, den die Städterinnen und Städter gar nicht so empfanden. Und dann habe ich noch etwas Zweites zum 9. Februar. Da war doch noch diese Abstimmung zu Fabi. Fabi wurde mit 2/3 gut geheißen und angenommen. Das heißt ja eigentlich, wir glauben an Wachstum, an Fortschritt, an Ausbau. Glaubt man an Wachstum, so gehört man zur Ehrgeizschweiz. Ist man wachstumskritisch, dann heißt es Ballenberg-Schweizerin oder Schweizer. Ich stelle nur Fronten dar. Und für meine Generation, ich finde das sehr, sehr schade, immer nur schwarz und weiß. Wo ist dieser lösungsorientierte Dialog und diese Debatte? Ich suche und suchte also weiter nach Antworten. Und ein Exkurs in meine Vergangenheit dazu, ein weiterer Erklärungsversuch. Es geschah, als ich mitten im Aufbau meiner Karriere im Banking war, meine ersten Teams an der Front übernahm. Ja, die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise. Kein Vertrauen mehr, nur noch rot, wir wussten nicht mehr ein und aus. Eine ganze Branche erschüttert. Alle hatten Angst. Und eben auch ein zweites Mal oder ein weiteres Mal war das Vertrauen zutiefst erschüttert worden in die Wirtschaftslenker. Und es war aber auch der Zeitpunkt, als eben im Banking an der Front Zertifizierungsprozesse eingeführt wurden und als Führungskraft war es doch dann eigentlich nur noch am Kontrollieren, Listen machen und Innovation oder Inspiration war schwer noch zu vermitteln. Aber wissen Sie, weshalb es mir trotzdem Spaß machte? Weil ich eben Leute befähigen durfte. Weil ich ein System, das vielmals wie ein bisschen Krüsimüsi, hier von Gursky dargestellt, der New York Stock Exchange, aussieht. Ich durfte ein System kennenlernen und ein bisschen verstehen, um was es sich eigentlich handelt. Und ich durfte aber eigentlich auch aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um vielleicht ein Stückchen die Zukunft des Banking Positives prägen. Denn blicken wir auch zurück, und das scheint mir ganz wesentlich, historisch gesehen ist die Vermehrung des schweizerischen Wohlstands zunächst einmal die Folge des westeuropäischen Wirtschaftswunders. Und es ist nicht allein der Bankenplatz, der dafür entscheidend war. Wir waren seit jeher ein international verflochtenes Land. Und wie es mir eben nach der Finanzkrise schien, haben viele Scheuklappen vor der Wirtschaft angelegt und vom Banking auf die gesamte Wirtschaft geschlossen. Doch das scheint mir nicht die richtige Lösung zu sein. Und ja, wenn man dann vielleicht ein System kennt und versteht und auch sieht, dass es vielleicht nicht mehr mit den persönlichen Werten entspricht oder man eine andere Leidenschaft verfolgt, ja, dann darf man und soll man einen weiteren Fortschritt tun und für den Fortschritt wagen. Und so verließ ich dann auch eben 2013 den Finanzsektor und folgte meiner Passion der Kommunikation. Fassen wir zusammen, in meinen Augen ist der offene Umgang, die ehrliche Debatte rund um Wachstum zentral. Aber genau dieser Weitblick fehlt mir. Und so komme ich nochmals zurück auf mein Studium, was ja so unpraktisch zu erscheinen scheint. Ich fand weitere Antworten und sie scheinen mir gerade eben heute wichtige Erklärungen, weshalb sich die Schweiz vor Wachstum verschließt. Die Angst. Spätestens seit Kahneman 2002 den Nobelpreis für die Prospekttheorie erhalten hat, wissen wir ja eigentlich, die Angst, etwas zu verlieren, motiviert Menschen stärker als der Gedanke, etwas von Gleichem zu gewinnen. Uns bleibt ein Gesicht, das uns mürrisch angeschaut hat, viel, viel länger in Erinnerung, wie eine Person, der Sie am Morgen freundlich lächelnd begegnet sind. Menschen fürchten Verluste viel mehr, als sie Gewinne begrüßen. Und das geht eben genau so weit, dass greifbare Vorteile nicht mehr angenommen werden oder wahrgenommen werden,
nur um die entfernte Chance des Versagens zu vermeiden. Der Halo-Effekt fasst eigentlich das, was ich vorhin zum Banking ausgeführt habe, gut auf den Punkt. Der Halo-Effekt besagt, wir lassen uns von Aspekten blenden und schließen auf das Gesamtbild. Eben Banken und Swissair, zwei Sektoren, zwei ein Unternehmen, insgesamt verloren dadurch aber die ganzen Wirtschaftslenker wahnsinnig an Vertrauen, weil man so leider auf die gesamte Wirtschaft schloss. Und ich sage Ihnen, als junge Unternehmerin schmerzt dies gewaltig. Und ich sehe dann auch, und das ist für mich dann das logische Resultat daraus, diese ständige Nein-Debatte, vor allem in politischen Diskussionen. Nein, diese Initiative wollen wir nicht, nein, das schadet, nein, nein, nein. Aber die Schweiz, sie ist doch kein kleines Kind, das trotzt. Denn ich finde es extrem wichtig, dass wir diese Ängste und Initiativen wahrnehmen. Aber es ist eben genauso wichtig, dann Perspektiven aufzuzeigen, was es dann an Alternativen gibt. Und dass man die Welt an sich nicht konservieren kann und sich nicht davor verschließen, dass sich die Welt ändert. Meine Vision, mein Wunschdenken, wie wir wachsen sollen und welche Werte eben für mich dabei zentral sind. Ich habe hier nochmals ein symbolisches Bild gewählt von Anish Kapoor, der uns immer mal wieder den Spiegel vorhält und die Welt auf den Kopf stellt, eine 360-Grad-Sicht vielleicht ermöglicht. Zur Verantwortung. Wie Sie vielleicht meiner persönlichen Geschichte entnehmen können, glaube ich, dass Verantwortung für sich selbst die Wurzel aller Verantwortung ist. Und soll Wachstum nachhaltig zu Wohlstand führen, fängt dies eben auch bei sich selbst an. Und ich wünsche mir, dass Eigenverantwortung und individuelle Gestaltungsfreiheit in der Schweiz erhalten bleibt. An meinem Geburtstag, ich erinnere mich gut, habe ich ein Essay von Milos Matuszek in der NZZ zur Generation Y gelesen. Da heißt es, das Einzige, was wir hinterlassen, sind Statusmeldungen, digitale Feldpost einer Board Generation, die nie existenzielle Not kannte und genau an diesem Überfluss zu ersticken droht. Gemäß aktuellen Erhebungen auch will ja diese Generation zudem nicht gestalten, sondern nur verwalten. Und genau das, meine sehr verehrten Damen und Herren, genau das wünsche ich mir nicht mehr zu lesen. Denn wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern eben auch für das, was wir nicht tun. Ich wünsche mir, dass wir aktiv am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Geschehen teilnehmen, die Zukunft gestalten und eben die Chance zu packen. Sich zu beschweren über etwas, was man nicht kennt, das lohnt sich nicht oder ändert auch nicht. Und ich begrüße Ihr Engagement als Fachlehrerin für Wirtschaft eben gerade deshalb sehr. Wichtig ist es nämlich, Erfahrungen in der Wirtschaft zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Und dann eben seine eigenen Ideen daraus zu kreieren und mit Tatkraft und Gemüt umzusetzen. Denn wie auch eine aktuelle Umfrage vom WEF zeigt, ist ein drängender Zukunftsproblem, dass es an Leadership fehlt. Und wollen wir eine nachhaltige Wirtschaft, braucht es eben wieder glaubwürdige Personen, die eben Verantwortung übernehmen und wissen, von was sie sprechen. Es braucht in meinen Augen Unternehmen wie Herr Schmidheini, der sich eben dieser Debatte auch stellt. Denn gute Beispiele stecken in meinen Augen genauso an wie schlechte. Der weitere Wert, Neugier. Wachstum, welche zu Wohlstand führen soll, bedingt auch Neugierde. Wenn ich mich nicht persönlich für das Gegenüber interessiere, für die Umwelt, für die Situation, dann ist das nicht nachhaltig. Fehlt wahres Interesse, werden eben Entscheidungen ohne Verantwortung getroffen und können böse Folgen haben. Und
Und ist es nicht wahnsinnig, diese Neugierde der Wissenschaftler, die eben letzte Woche das Wunder vollbracht und mit der Rosetta auf Jury gelandet sind? Vielleicht wissen wir im Moment nicht, was es an Produktinnovation gibt für uns hier auf der Erde. Aber wir wissen aus der Erfahrung, dass diese Neugierde, Neues zu entdecken, eben auch zu Navigationssystemen und weiteren wirklich wertvollen Tools führt. Und Neugierde bindet eben auch weiter. Sie macht stark. Dass mich meine Neugierde so ausleben darf, bildet mich eben auch ständig weiter. Hilft zu lernen und lässt mich den Blick heben, eben nicht nur Grenzen oder keine Grenzen mehr zu sehen. Und eben auch an der Grenze wichtige Erfahrungen zu sammeln. Last but not least, Kreativität. Creativity is about you. If you live creatively, you design your life instead of just surviving it. The practice of creativity enables you to live your life in your own way. Creativity translates ideas into actions. Dieses Zitat, dessen Urheber ich nicht kenne, begleitet mich schon lange. Kreativität wird ja gerade in unseren Schulen ja eigentlich als sehr, sehr wichtiger Wert erachtet. Aber ich frage mich, kommt diese Nachricht auch an? Nutzen wir doch in der Schweiz genau diese Kreativität und schaffen so wertvolle neue Innovationen und treten eben auch in die erste Reihe. Ganz wichtig, wenn es um Wachstum geht, mein Wunsch, meine zwei letzten Wünsche, Stichwort Scheitern. Ich sage, lasst uns auch wieder mal mutig scheitern, lasst uns auch Fehler zelebrieren. Als ich mich selbstständig machte letztes Jahr, hieß es in meinem Umfeld, Nathalie, wie kannst du nur diese Sicherheit verlassen? Doch ich würde heute nicht hier stehen, auch wenn ich die Möglichkeit hatte, zu scheitern. Und sind wir uns bewusst, ein Fehler wird nie wiederholt und generiert eben auch den größten Lerneffekt. Ohne Fehler kein Lernen. Sind wir doch auch etwas großzügiger und verzeihen uns ein Hinfallen. Gerne verweise ich auch hier nochmals auf Einstein, der sagte in einem seiner letzten Interviews, ich wünsche mir, so viele Fehler zu machen, wie nur möglich. Denn daraus entstehen wieder Innovationen und Fortschritt. Ich wünsche mir auch, dass die Gesellschaft und der Einzelne wieder lernen, gerne zu gewinnen, etwas mehr Sportsgeist leben. Denn wer gewinnt, der lernt auch zu verlieren. Zu guter Letzt Wertschätzung, Dankbarkeit. Wertschätzung der Vielfaltigkeit und Reichtum in der Schweiz. Ja, sind wir dankbar. Und so fordere ich zu guter Letzt in einer lehrlichen Debatte rund um Wachstum auch Dankbarkeit für den gesellschaftlichen und individuellen Wohlstand, den wir genießen. Ich möchte hier nicht an eine Alphornschweiz appellieren. Doch Wurzeln zu haben, Tradition zu erkennen, gibt Stärke und lässt uns eben in die Höhe auch wachsen. Ich habe hier das symbolische Bild von Candida Höwe gewählt, das die Stiftsbibliothek in St. Gallen ablichtet. Das ist ja eigentlich eben symbolisch für den Tempel des Wissens, welchen wir in der Schweiz so großartig haben. Ich schließe mit einem Appell für eine mutige Debatte. Der Philosoph Peter Biri sagt, erst wenn wir wieder wissen, wer wir sind, was wir wollten, gehen wir weiter. Und das scheint mir im Moment eben die Schweiz nicht mehr so genau zu wissen. Und wir stagnieren. Mögen wir nicht alle dieselbe Sichtweise auf Wachstum haben, doch ist Stillstand nicht die richtige Lösung. Das weiß doch jedes Kind und geht Schritt um Schritt fortschrittlich die Welt entdecken. Leben heißt in meinen Augen wachsen. Und wachsen heißt aber ja auch, sich zu verändern. Die Kraft der Demokratie liegt im Dialog. Und genau dank dieser Demokratie ist ja die Schweiz auch so stark.
Ich appelliere also an einen Dialog und eine gelebte Debatte. Und deshalb eben auch engagiere ich mich so stark für den Strategiedialog 21. Denn ich bin stolz auf unser freiheitliches System, das uns erst zu dem werden ließ, was die Schweiz heute ist. Freiheit aber eben auch bedeutet Verantwortung. Und es ist in uns jeder Verantwortung, eben die Meinung auch frei zu äußern. Dies wiederum bedingt aber auch, mit ständigen Widersprüchen umzugehen. Widersprüche aber bilden. Und es bedeutet eben auch, sich zu exponieren und Fragen zu stellen. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, so stelle ich mich Ihren Fragen mit Freude und Antwort zur Verfügung. Herzlichen Dank. Thema. Und wir haben Zeit für einige Fragen. Wir müssen sowieso hier noch die Tische hinstellen. Wer möchte kritische Fragen, wandelnde Fragen, Veränderungsfragen? Was meinst du, Lehrstein? Ausgesteuert, habe aber das Glück, dass ich einen Mann zur Seite habe, dass ich Geld habe. Jetzt möchte ich Sie als Jungunternehmerin fragen. Ich denke nicht, dass Sie schon 2 Jahre arbeitslos waren und 2 Jahre im RAF waren. Alles gegeben haben, mehrsprachig sind, viele Ausbildungen haben, vielseitig interessiert. Mich würde interessieren, was kann ich noch tun? Was, ich move mich die ganze Zeit, aber es passiert nichts. Vielleicht haben Sie eine tolle Idee, was ich noch tun könnte. Danke. Antworten. Ich bin auch schon vielmal gescheitert. Das kann ich Ihnen sagen. Und das Einzige, was es für mich auch immer wieder ist, das Aufstehen. Und ich bewundere Sie, dass Sie aufgestanden sind und sich nun so geäußert hatten. Und ich würde es sehr begrüßen, wenn wir persönlich später auch noch miteinander sprechen könnten. Es tut mir leid, Ihnen so keine Antwort oder Lösungspaket zu offerieren. Möchte sich jemand dazu äußern? Das ist ja nicht ein Dialog, die einfach nur sein. Multilaterale Veranstaltung. Vielleicht gibt es ein paar weitere Fragen.
für die Entwicklung von einer Strategie für die Schweiz bei den bestehenden Parteien, bei den traditionellen Parteien? Sind es nicht mehr die Foren? Welche Rolle willst denn jetzt deine Generation diesen traditionellen Gefäßen eigentlich zu? Ich messe den traditionellen Gefäßen eine große Rolle zu und wir sehen deshalb den Strategiedialog nicht als eine weitere Splittergruppe. Aber es geht darum, dass wir eben mit auf einem Initiant, wie es Jobst Wagner als großer Unternehmen in der Schweiz ist, eine Plattform zu bieten, dass sich eben auch wieder neue oder jüngere Unternehmer oder eben Unternehmer an sich wieder äußern zu Themen. Und wir veranstalten regelmäßig Roundtables mit Parlamentariern zusammen, um eben auch Fronten aufzuzeigen und Erklärungen zu bieten und dass wir dann gemeinsam eben auch einen Lösungsprozess starten können. Und es ist ganz klar der Fokus des Strategiedialogs auf dem Dialog. Danke. Weiter. Dominik Halber, Sie haben gesagt, in der Schweiz gibt es keine Produktivitätsfortschritte mehr. Was sagen Sie zum Argument, dass eine limitlose Einwanderung den Produktivitätsfortschritt hindert, weil man einfach Familie Leute anstellen kann, also quasi gratis kommen? Also es geht mir nicht darum, gratis Leute zu holen. Ich habe auch nicht gesagt, die Produktivität ist nicht da, aber wir sind im Vergleich um eben ungefähr 0,2% tiefer. Und das lässt mich aufhorchen. Ich habe aus meiner Sicht habe ich immer das Gefühl gehabt, es hat in der Schweiz sehr viele gute Leute, wir haben sehr viele Fortschritte auch in die Welt hinausgetragen und irgendwie brauchen wir ja Vorbilder. Und wir hatten Ereignisse, die uns eigentlich ein bisschen runtergezogen haben. Was haben Sie für Ideen, für kreative Ideen, dass wir Gestaltungsräume, Vorbilder schaffen, die eben uns wieder aufziehen? Wie wir das jetzt auch ein bisschen, dass wir die Improvisationstheater erlebt haben, dass man eben wieder eine Haltung annimmt, dass wir sagen, wir sind stark. Ich habe das versucht, genau diese Frage, vielen Dank, auch zu beantworten, dass wir eben wieder mehr Leute brauchen. Und das liegt im Kleinen, das liegt im Dialog mit Freunden und dann vielleicht in so einem Forum, dass man sich eben auch exponiert und dann zeigt oder Perspektiven aufzeigt, was man gemacht hat, um vorzuschreiten. Und ich habe hier auch einen Hannes Gassert, ein Freund von mir, ein junger Unternehmen, der sich eben der ganzen digitalen Welt stellt. Und genau solche Unternehmen braucht es auch zu sehen, dass wir uns auch von solchen Trends nicht verschließen. Also ich mache es einfach in meinem persönlichen Umfeld, wo ich versuche, die Leute auch zu aktivieren, sich öffentlich auch zu äußern und eben dann halt auch mittels dem Strategiedialog 21. Gibt es noch weitere Fragen? Ja. Robert Engler, Schweizer Schule Mailand. Ich vermisse, dass das Wachstum meistens quantitativ behandelt wird und nicht qualitativ. Müssen wir unbedingt quantitativ immer mehr wachsen? Oder wäre es nicht ohne Rolle, qualitativ mehr zu wachsen? Danke. Mein Name ist Thomas Wengler, ich bin vom Beruf Jobcoach und ich möchte einfach anschließen an das, was unsere Vorrednerin gesagt hat. Ich finde es sehr gut, dass wir über Visionen, über Wachstum, über Ideen und konstruktive Dinge sprechen. Ich möchte aber trotzdem zu bedenken geben, dass das, was meine Vorrednerin gesagt hat, dass nämlich Arbeitnehmer über 50 es sehr schwer haben, das hat wahrscheinlich nichts mit der persönlichen Eigenschaft, die meine Vorrednerin zu tun.
Ich stelle einfach fest in meiner beruflichen Tätigkeit, dass es Arbeitnehmer über 50 sehr, sehr schwer haben, einen Job zu finden. Und ich würde das gerne als Appell benutzen, damit Sie, die in der Wirtschaft sind und auch Unternehmen daran denken, ein Herz haben und vielleicht auch Leute über 50 anschauen, die Kandidaturen. Qualitatives Wachstum wurde hier aufgeworfen. Danke für das Wort. Es ist für mich eben, also eben, ich will es nicht mit immer mehr verwechseln und deshalb appelliere ich ja eben genau so an diese Werte, dass wir mit Verantwortung wachsen und dort wo wachsen oder quantitativ, wo es auch wirklich dann Sinn macht und nachhaltig bleibt. Mein Name ist Niklas Gerber, ich bin in der Schulleitung einer sehr großen Berufsfachschule in Bern. Wir haben 7000 Jugendliche zwischen 16 und 20, die wir in einer meist vierjährigen Ausbildung ausbilden. Und wir versuchen natürlich ihnen auch gewisse Ziele, Wünsche mitzugeben, nebst dem, dass sie einen Beruf lernen. Meine Frage an Sie, Frau Bachmann, wenn ich Sie einladen würde und Sie vor diesen 7000 Jugendlichen stehen würden, welche drei Dinge würden Sie Ihnen mitgeben, jetzt aus Ihrer Erfahrung, als eine, die 1980 geboren ist, für Ihre eigene persönliche Zukunft? Für mich persönlich ist meine Großmutter ein ganz, ganz wichtiger Mensch, weil sie das Gewerbe mit meinem Großvater wirklich vorangetrieben hat. Und sie haben mir immer gesagt, schau Nathalie, wir können so viel Geld haben, wie wir wollen. Aber das Einzige, was dir jemand jemals nehmen kann, ist das Wissen. Also lerne und bleibe neugierig. Und das ist für mich das, dass man eben auch die Welt entdeckt und mit wenig Geld sich aufmacht und dann eben auch sieht, dass, was wir hier auch in der Schweiz haben. Also wirklich der Appell, auch das zu genießen, diese Zeit zu lernen und an der Schule zu sein. Gut, dann möchte ich hier abschließen. Danke.